Ich weiß noch, als ich damals ihr Tape geklaut habe, da habe ich das so lange gespielt, bis es ausgeleiert war. Und dann sind wir zusammengekommen. Auf dem Album, da hört man zum Beispiel jedes Stuhlknacken und Hintergrundgeräusche. Und was klasse ist, dass selbst ein Bassist von meiner Qualität reicht, um Musik einzuspielen. Was mich im Vergleich zu klassischer Musik an Sarahs Musik fasziniert, ist der Tiefgang. Wie zum Beispiel bei Anton Bruckner oder Ernst Brahms. Die totale Leidenschaft, Ehrlichkeit. Oh. Hey Sarah, mir gefällt deine Musik, weil sie ehrlich ist, weil sie kreativ ist, weil sie detailreich ist und weil sie einfach Freude macht. Sarah, weiter so. For over 10 years, Sarah kept telling me what kind of album she would like to record. Finally, she just did it. Also es gibt eigentlich nur eine Handvoll oder nicht so viele Künstler, bei denen ich mich immer freue, wenn sie eine neue Platte machen, weil es eigentlich immer was Besonderes ist. Wenn man mit ihr zusammengearbeitet hat, merkt man schnell, dass sie beim Schreiben die großen Gefühle kennt. Aber auch nicht die harte Arbeit scheut. What I love most about Sarah Brendel's music is her ability to be completely open and vulnerable with her listeners. Ihre unfassbare Stimme, die sich nicht aufdringt, aber trotzdem durchdringt und dann immer wieder mit auf kleine und große Reisen nimmt. It's almost contagious, you know, you want to keep listening and you want to keep just hearing where she's at, and I think that is something that is rare to find in the music industry these days. Jag gillar Sarahs musik, jag älskar hennes gitarrspel och hennes väldigt starka röst. Och hennes musik är verkligen värd att lyssna på, så ta och titta på henne. Sarah wandelt getreu in den Spuren von großen Legenden wie Hank Williams oder Bob Dylan oder von Wonk. Doch dann tritt sie aus diesen Spuren heraus und etwas Eigenartiges passiert. Plötzlich wird daraus etwas Tanzendes, Fröhliches, Singendes, etwas komplett anderes. Und das ist Before the Mountains. The first time I heard her, I couldn't see her and I was just wondering, where is this amazing voice coming from? She sounds like Bob Dylan and Larry Norman and I don't know, it was warming my heart. Sarah Brendel, Sarah Brendel. Ich mag sie einfach, ich liebe sie. It's good for a road trip and I highly recommend her to take her with you wherever you go. How it twists and how it turns into this and that direction. Der Trommler, na, der ist okay, aber uns geht's so.